Innos zum Grüße, verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einem nicen, erneuten Part Gothic 3. Im letzten Part sind wir angekommen. Und was macht man, wenn man von Corines nach ins Reich des von Mutana kommt, wo überall Orks sind? Richtig, man haut ihn auf die Fresse. Also haben wir uns jetzt um ein paar kleine Orkleins gekümmert und Adea befreit. Das ist ziemlich ehrenhaft. Und nun sind wir hier im Lager der Rebellen, denn anscheinend haben die Orks Mutana so ein bisschen erobert. Das ist ein bisschen unangenehm. Und das gefällt uns eventuell nicht allzu sehr, ne? Deswegen helfen wir den Jungs jetzt hier ein bisschen. Und mit helfen meine ich, wir chillen hier rum und machen Aufgaben für die Rebellenbrudis. Und die sehen halt so aus, dass wir erstmal diese Höhle von Tieren säubern sollten. Und ja, dann gucken wir, Alter. Schlafzauber, Eislanze, ein paar ganz nette Spruchrollen, die funktionieren wohl immer noch. Die waren immer noch, immer OP. Und jetzt funktionieren sie halt immer noch. Das ist immer noch geil. Abgebrochen. Scheiße. Das heißt, wenn wir ein bisschen besser, den Scheiß, Schlösser knacken können, dann sollte ich mich wohl darum kümmern. Aber hey, heilen wir uns erstmal mit ein bisschen gebratenen Fleischschwanzen. Köstlich. Das ist auch mein Lieblingsessen. Ja, okay, die Möhre lohnt sich halt echt null. Und dann zerficken wir mal diesen Varan, Alter. Falls wir das hinkriegen, mal sehen. Der Bogen ist am Anfang gar nicht so beschissen. Ich weiß gar nicht, ob wir später auf Bogen skillen möchten oder nicht. Ihr seht, wir haben jetzt die Möglichkeit, dieses freie Zielen zu haben. Das haben wir in Gothic 2 nicht gehabt. Jedenfalls nicht im Original. Sondern nur mit Mods. Und das haben wir halt im Let's Play auch nicht verwendet. Aber so für diese kleinen Fratze reicht es auf jeden Fall. Keine rostige Streitaxt, Ehre. Wow, okay. Jetzt laggt es auf einmal richtig krass. Sorry, wenn es ein bisschen laggt, Leute. Ich lade gerade tatsächlich noch ein anderes Video hoch. Und dadurch, dass der Browser offen ist, da sind ein paar FPS-Einbrüche, ne? Wir haben hier erst 2019. Aber wie gesagt, ein paar FPS-Einbrüche sind leider auch normal wegen dem Spiel. Ja, ist halt ein bisschen unangenehm. Denn die Programmierung des Games ist nicht so die allergeilste. Trotz Community-Patch gibt es da halt hier und dort ein paar kleine Makel. Und dieser Fotzen, die wollen wir gar nicht mal so sehr an uns heranlassen. Denn die können uns vergiften. Richtig. Denn in Gothic 3 kann man auch vergiftet werden. Ihr habt ja schon gesehen, wir haben ein fein Gegengift bekommen. Das ist ganz angenehm. Oh, in dem Fall ziehe ich nochmal raus, Alter. Und ja, da muss man echt aufpassen. Ich glaube, im letzten Part, genau, da haben wir alle Lernpunkte aus der 10 ausgegeben in Stärke. Nicht super dumm, auf keinen Fall. Aber ich glaube, die 10 Lernpunkte will ich noch behalten. Auch wenn wir jetzt genug Dingens bekommen. Genug Gold, um weiter stärker zu lernen. Behalte ich, glaube ich, nochmal 10 Lernpunkte. Denn mir ist gerade noch was eingefallen. Was wir durchaus nochmal nutzen wollen. Okay, das ist uncool. Wow, okay, das war nicht mein Plan. Ja, wir werden ganz ruhig und gemütlich die umbringen. Ja, wir haben gar keinen Stress. Ja, wir müssen gar nicht so nah an die ran. An die Assis. Wir machen das mal ganz in Ruhe, Leute. So, erstmal ein 360 uns noch gönnen. Ach, scheiße, Unternehmen schießen. Das ist der Plan. Ich habe nur noch 26 Pfeile. Ist vielleicht doch nicht so die beste Strategie. Egal, wird schon passen. Ich bin mir sicher, wir kriegen noch irgendwo Pfeile her. Ja. Gut, den letzten Pfeil hätte ich mir jetzt noch sparen können. Hätten wir ihn einfach auf die Fresse schlagen können. Aber hey, was man hat, das hat man. Oder so. Ja, aber Pfeile sollte ich mir wohl wieder kaufen. Denn momentan ist der Bogen wirklich ausreichend. Ist halt ein chilliger Jagdbogen. Unser Held, also den wir in Gothic 1 und 2 selbst gespielt haben, ich habe nie wirklich den Bogen geskillt. Dementsprechend ist es jetzt vielleicht die Erfahrung gesammelt durch alle Teile, denn wir haben die immer irgendwie ein bisschen benutzt. Hier und dort. Aber nie allzu effizient, weil wir die nie geskillt haben. Aber dafür läuft es halt echt gut. Und ja, ich glaube, wir könnten vielleicht auf Armbrust gehen oder so.
Oder wir lernen halt wieder ein bisschen Magie, wie wir es sonst immer gemacht haben. Okay, sonst haben wir Spruchrollen verwendet, aber mal sehen. Ich glaube, Magie wird unser Jam sein, vor allem wenn es möglich ist, die halt ohne Runen zu verwenden. Wird richtig nice. Ah, wir gucken erstmal. Ja. Momentan müssen wir erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen durchkommen, ein bisschen uns umgucken. Hier sind einige Leute verreckt an diesem Varan anscheinend. Wir haben ja schon einiges zu schwer. Oh, dann kann ich die anderen tatsächlich doch öffnen. Ich brauche halt nur mehr Dietriche. Ja, gut zu wissen. Cool. 13 Dietriche habe ich. Ja, dann probieren wir das nochmal aus später. Ich nehme jetzt nicht jede Scheißpflanze mit. Brauchen wir gar nicht, ey. Voll die Scheiße. Nur ein paar. Ah, ihr habt da gerade was gehört. Haben mir nicht allzu sehr gefallen. Okay, bitte darüber mal sprechen, wie cool der Ork-Schlechter als Waffe einfach ist. So eine nice Waffe. So ein nice Waffe. War eine Endgame-Waffe in Gothic 2. Richtig, Baba. Und jetzt ist halt einfach so die Anfangswaffe. Oh, scheiße. Ja, okay. Dann fick dich. Ja gut, scheiße. Wir sind nicht mal vergiftet, wir sind jetzt krank. Das heißt, meine Ausdauer, die ist ein bisschen am Arsch. Das ist schlecht. Wir haben glücklicherweise ein paar von diesen Tränken gefunden. Voll übertrieben. Krankheit geheilt. Aber wir müssen mal gucken, dass wir jetzt nicht komplett am Arsch sind. Ich fress mal ein bisschen Brot. Ja, normal, im originalen Gothic 3 kannst du halt rumlaufen und Sachen essen und trinken. Fand ich immer ganz geil, aber das war halt super OP, ne? Kannst halt im Kampf einfach eben wegrennen. Wir haben noch... Okay. Wir haben 12 Feuerpfeile. Ja, mal sehen, ob ich die brauchen werde. Und das war halt recht cool. Also recht cool, ja, aber es war ein bisschen unfair und OP. Weil du dich einfach so locker easy heilen könntest. Okay, Minecrawler. Da hätte ich eh die besseren Pfeile verwenden müssen. Minecrawler haben wir auch öfter getötet. Hier in diesem Spiel sind sie besonders widerlich, wenn ihr mich fragt. Habe ich echt daneben geschossen gerade? Oh, scheiße. Bruder muss los. Ich meine, wir können es probieren mit der Nahkampfwaffe. Shit. Fick dich! Okay, er macht gar nicht so viel Schaden. Unsere Rüstung ist doch durchaus annehmbar gegen meinen Crawler anscheinend. Aber der Arsch blockt halt auch unsere Angriffe, ne? Richtig asozial. Ah, toll. Ich stech mal rein. Ja, stechen scheint gut zu funktionieren. Das wird er wohl nicht blocken. Ja, fick dich. Oh, Jagdgeschick plus 1. Cool. Und Ruf in Reddock nochmal erhöht. Ruf in Reddock ist nicht gleich Ruf mit den Banditen. Na, ihr habt schon gesehen, 20. Okay, ist ja viel. Also Banditen sage ich schon, Rebellen. Nee, ist leider nicht der Fall. Sondern einfach, nur ein Redock. Meine ich jedenfalls. Mal gucken, Alter. Wir könnten das irgendwie nachgucken, ne? Ja, Ruf bei den Rebellen ist halt immer noch 4, ne? Wir haben echt einiges an Quests bereits angenommen, krass. Ja gut, anscheinend haben wir hier alle weggerackt, aber... wäre trotzdem ganz klug, hier uns noch umzusehen, schätze ich. Ja, schwere Truhe. Kann ich eh nicht öffnen, ne? Oh doch, cool. Assassinenmesser, Baba. Ist cool, weil er kann vergiften. Könnten wir vielleicht mal verwenden hier und dort. Wäre vielleicht gar nicht so dumm, mal die Waffen zu wechseln, zu switchen. Und jetzt geht's hier auch raus, Alter. Ganz entspannt. Noch ein paar Hirsche und so. Sehr süß. Wir nehmen einfach alles mit, was hier liegt. Ist mir scheißegal, Leute. Alles wird vertickt, alles wird zu Gold gemacht, ja. Ba, ba, ba. Noch eine Schaufel, noch mehr Gold, lecker. Sehr schön. Wo sind wir gerade? Okay. Im Westen von Ardea. Wir sind gar nicht so weit weg von Kap Dun tatsächlich. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal gucken, was abgeht. Kap Dun ist eine echt coole Stadt an sich. Aber bis jetzt gucke ich mich hier einfach nur ein bisschen um, was hier abgeht. Hier, guck mal, hier liegt noch eine Schatulle rum, lecker. Können wir leider nicht öffnen, genau wie in Gothic 2 oder 1, ich glaube auch. 1, ich glaube auch. Oder kann man die öffnen? Ne. Wäre natürlich ganz cool eigentlich.
Aber ist nicht, Leute. Dün, Waldbeere. Okay, brauche ich eigentlich nicht. Aber die Heilpflanze nehme ich mit. Wir sollten alles nehmen, was wir kriegen können. Wenn wir halt ein bisschen Alchemie können am Anfang. Schön. Schön für uns. Dann können wir das auch mal verwenden, würde ich sagen. Ich glaube aber, wir haben nie Alchemie gelernt, außerhalb von den Permatränken. Ich meine, am Ende von Gothic 2 konnten wir permanente Stärketränke brauen. Die halt dafür gesorgt haben, dass unsere Stärke permanent verstärkt wurde. Wow, war der dümmste Satz im ganzen Display bis jetzt. Auf jeden Fall sind wir krasser geworden durch die Scheiße. Und die konnten wir halt brauen. Aber alles andere war, glaube ich, eher so semi-interessant oder geil. Ich würde eigentlich auch sehr gerne diese scheiß Schildparade lernen. Was muss ich denn dafür nochmal können? Okay, 100 Geschick. Und 150 Stärke. Ehre. Kriegen wir sicher hin. 100 Geschick haben wir ja schon. 150 Stärke ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Aber wie gesagt, es gibt eine andere Sache, die ich gerne noch lernen möchte. Und zwar recht schnell. Und da chillen wir noch ein bisschen, ja. Da warten wir nochmal. Wir müssen ja auch noch ein paar Keiler umbringen, fällt mir gerade ein. Da waren immer noch ein paar ranzige Keile, die da rumhingen. Das können wir eben machen. So, du Arsch. Der Südausgang von Redok ist frei. Du meinst, dort sind keine Viecher mehr? Wahnsinn, Mann. Dann wird meine Wache hier am Südausgang viel entspannter. Danke. Das ist mir glatt einige Goldmünzen wert. Danke, Alter. Ehre. 500 Gold ist schon mal nicht schlecht. Ja, wir gehen mal noch die komischen Keiler ficken. Obwohl, ich bräuchte eigentlich Pfeile wieder, ne? Mal gucken, ob der uns welche verkaufen kann. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deinen Scheiß, Bro. Ja, kann er. Ja, Ruhe, dann kann ich auch meinen Scheiß ihm zeigen. Ja, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Die rostigen Streitäxte brauchen wir nicht. Schild reicht uns halt echt eins, ne? Ja, ich behalte mal das, was am coolsten aussieht. So. Da würde ich, glaube ich, nochmal alles behalten. Das könnte nützlich sein. Oh, yeah, mit der Scheiße lassen wir uns auch mal beglücken. Ne, eins würde ich gern, also eine Schaufel würde ich gern behalten. Ah, das hier kann weg. Das. Die Kelle braucht keinen Arsch. Die Hake. Das Messer behalte ich nochmal. Bisonfell kann weg, die Scheiße. Ja. Goldausgleich, gib mir ein paar Euros. Und dann ist das okay. Zack. Hat er denn auch noch eine Waffe, die nicht komplett scheiße ist? Naja, er hat nur ein normales Schwert. Ist ja auch irgendwie ein bisschen lahm. Das Assassinenmesser ist halt relativ nützlich. Nicht jedes Monster kann vergiftet werden, auch nicht jeder Mensch, glaube ich. Also es gibt auch Leute, die sind resistent gegen Gift. Da gibt es auch Accessoires, also Artefakte, aber kein Plan, Bruder. Wir werden sehen, ne? Ich habe ja vor einer Weile tatsächlich, ich habe ja vor einer Weile tatsächlich privat ein bisschen, wie heißt der Schissel, ihr wisst schon. Legend of Azur, so heißt das Spiel, gezockt. Das war halt auch eine Gothic 2 Engine und da kannst du halt auch vergiftet werden. Das war schon recht cool, recht krass. Ja, okay, reißt du halt komplett aus, Bruder. Gorn ist hier noch am Chillen mit den Jungs. Der wird wohl auch irgendwann seine Wege gehen und wir gucken mal, dass wir jetzt Keiler wegraggen, von dem wir im letzten Part, von dem im letzten Part die Rede war. Boah, Alter. Reden ist schwierig, Leute, ja? Lacht mich nicht aus, okay? Ich weiß, ich bin heute etwas ruhiger. Wahrscheinlich, weil ich gestern einfach 8 Liter Energy Drinks getrunken habe und jetzt, bin ich voll auf Entzug, Alter. Aber macht nichts, ich habe trotzdem richtig Bock. Und ich meine, ein bisschen ruhiger ist ja okay, ne? Scheiße, eigentlich wollte ich noch speichern. Naja, speichern wir jetzt, Alter. Was könnte schief gehen? Scheiß Wildschweine, Alter. Oh, oh, die machen ja wirklich Schaden. Ja, Bruder, muss ganz schnell los. Muss ganz schnell los. Tschüss. Die sind ja gar nicht mehr so schwach. Erstmal was trinken, Alter. Lecker. Bam, 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 bam.
So, fick dich, du Arsch. Alter, noch ein Level-Up, Ehre. Bam. Auf die Fresse. Ja, sieh's. Bisschen rohes Fleisch ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Keine Ahnung, wie viele da noch sind. Ich warte mal noch mit dem nächsten Trank. Momentan haben wir halt echt ganz gut Tränke und auch die Möglichkeit, neue zu brauen, klar. Problem ist an der Sache allerdings, dass wir halt trotzdem vielleicht ein bisschen sparsam sein sollen, denn die Tränke sind halt viel wertvoller als jetzt die andere Scheiße, wie Essen und so, deswegen können wir lieber was futtern. Okay, da sind noch zwei Stück, das könnte ein bisschen unangenehm sein. Habe ich denn auch meine Pfeile ausgerüstet oder? Nee, ich habe immer noch Feuerpfeile ausgerüstet. Rüst mal die aus, Bruder. Ja, dann fressen wir noch mal ein bisschen Fleisch. Köstlich. Und ein paar Äpfel. Keine Ahnung, ob ich noch einen Stärkeboost bekommen darf. Von den Äpfeln. Aber hey, wir fressen die mal einfach. Mal gucken, was passiert, Alter. So, dann können die ein bisschen auf den Sack kriegen, die Assis. Scheiß aggressives Wildschwein. Ah, vielleicht hätte ich auch mal... Alter, die machen halt so viel Damage. Okay, Bruder, muss los. Wisst ihr, legendäre Drachen besiegt, ja. Den Schläfer weggerankt, alles, gar kein Problem. Aber wenn da Wildschweine kommen, ist krass. Was soll ich sagen, Leute? Ich meine, wir wissen immer noch nicht, wie lange der Bruder auf dem Schiff war. Es könnte ja durchaus ein bisschen Zeit gewesen sein, ne? Da verlernt man halt hier und da ein paar Sachen, Leute. Okay, komm her, du Arschloch. Ich stech dich ab, Alter. Oh, oh, oder auch nicht. Oh mein Gott, wie sind die so krass? Ja, tschüss. Die, altbewährte Scheiße. Ich renne jetzt erstmal lieber weg, Taktik. Oh mein Gott, da sind die Viecher noch. Oh shit, da ist ja noch eins. Bruder, wo kommst du denn her? Oh Gott. Helft mir, Hirsche. Ihr Könige des Waldes. Alter. Okay, das war's dann mit meiner Ausdauer. Schön. Bruder. Erstmal was trinken, Alter. Lecker. So, jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt kann ich auch probieren, ihn auf die Fresse zu hauen. Aber es ist nur ein normales Wildschwein, ne? Nee, das ist aggressive Wildschwein. Das hat mich verfolgt. Ist wirklich scheiß aggressiv. Weil ihr merkt schon, wir fliegen richtig oft einfach auf die Fresse. Das ist, weil wir so wenig Stärke haben. Alter, du tötest mich jetzt nicht, du Arschloch. Habt ihr gemerkt, wie ich einfach 80 Mal das Ding reingeschlagen habe und nicht zweimal getroffen habe? Ist einfach nur sad. Lass mal was trinken, Alter. Lecker. Arschloch, Wildschwein, Hurensohn. Ist vielleicht noch ein bisschen früh, sich dem Wildschwein zu widmen. Aber hey, ihr wisst ja. Man wächst ja an seinen Aufgaben, Alter. Wir können ja ruhig noch ein paar Heiltränke verschwenden. Oh, da ist der andere Arsch. Ja, komm, lass mal noch ein bisschen sliden. Fucking Wildschwein. Fick dich, Alter. Wichser. Immerhin ein bisschen Jagdtalent für uns. Das ist schon mal gut. Mal gucken, ob wir uns da noch irgendwas abgreifen können. Und wir können auf jeden Fall die Wildschweine kurz braten, die wir da haben. Das ist ganz nett. Lecker. 12 rohe Fleisch könnten uns tatsächlich aushelfen in unserem Life. Ich schnapp mir noch die Heilpflanzen, die können wir gleich mal verarbeiten. Und dann können wir bei dem Bruder gleich die Quest abgeben und sagen, Alter, deine Wildschweine, die habe ich voll weggerackt. Kein Wunder, dass sie sich haben vertreiben lassen. Das waren echt ekelhafte Viecher. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die vielleicht sogar stärker waren als normale Wildschweine. Ich meine, es waren aggressive Wildschweine, okay? Shit! Die waren scheiß wütend. Ja, am besten du hältst dich da raus, Alter. Oh ja.
Tja, die Menschheit ist ein bisschen am Abgrund, ne? Da voll das schöne Dorf und hier voll die Baracken, richtig scheiße. Ey, du Arsch. Die aggressiven Wildschweine sind erledigt. Ihr könnt wieder an die Arbeit gehen. Endlich mal jemand von euch, der sich um unsere Sorgen kümmert. Danke, Krieger. Hier hast du mein Gold. Danke, Alter. Ehre. Ja, wir ruhen uns mal ein bisschen aus. Ui, ui, ui. Ja, ein bisschen auf die Fresse bekommen. Sehr schön. Du, du, du. Ich könnte noch ein bisschen handeln, aber ich glaube, ich gehe noch mal rein. Wie viel Gold haben wir jetzt? 1300 Gold, okay. Waren das Dunkelpilze? Nein, Dämonenpilze. Keine Ahnung, ob die für irgendwas gut sind, aber ein paar können wir sicher mitnehmen. Dann machen wir noch ein paar Heiltränke, lernen noch mal was Nettes und gucken, was wir noch so hier machen könnten. Skate, Bruder. Alchemie, also weiß ich nicht, ob ich da noch mehr lernen möchte. Wir haben halt kein Wasser mehr. Sonst könnte ich vielleicht noch ein paar mehr machen, aber sie ist auch egal. Ich meine, 20 Tränke reichen ja auch erstmal, ne? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich möchte an dem Bücherstand, wo der rumhängt. Ey, du Arsch, mach mal einen Abgang, ja? Ich will jetzt hier was lesen, du Arsch. Ja. Ja, okay. Gute Entscheidung. Finde ich auch. Kannst du bitte trotzdem dich verpissen, Alter? Er wird sich nicht verpissen. Vielleicht, wenn wir nachts wieder vorbeikommen und der im Bettchen liegt, aber sonst nicht. Guck mal, hier ist noch irgendeine Höhle. Hier ist noch ein bisschen anderen Scheiß. Ja, das nehme ich wohl mit, ne? Ein paar Euros, ein paar Kopfnüsse, ist nicht schlecht. Halt! Hä? Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Was? Weißt du etwas darüber? Ne. Nein. Wir beobachten dich. Weiß gar nicht, was du meinst, Alter. Ganz komisch. Wer wertvolle Sachen sind verloren gegangen, so. Steh nicht, wie das passieren könnte. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ja. Gib mir mal mehr Stärke. Gut so. Weiter so. Dann machen wir auch ein bisschen mehr Damage. Ja, und das passt ja erstmal. Achso, wir können eigentlich noch ein bisschen ausfragen. Wie läuft das genau mit der Arena? Du forderst jemanden zum Kampf und steigst mit ihm in die Arena. Sobald ihr die Arena betreten habt, geht's los. Das ist alles? Nicht ganz. Es gibt zwei Regeln. Erstens, derjenige, der die Arena im Kampf verlässt, hat verloren. Zweitens, wenn einer am Boden liegt und nicht mehr aufsteht, ist der Kampf vorbei. Wer nachtritt oder den Gegner tötet, wird von allen dafür zur Rechenschaft gezogen. Verstehe. Macht ja auch Sinn, du Arsch. Puh, wir könnten eigentlich auch mal ein bisschen battlen, ne? Alter. Hier, gehen wir erstmal zu dem Dude. Zu Joey. Weil da hatten wir die Möglichkeit, ihn herauszufordern, glaube ich. Genau. Würdest du mit mir in der Arena kämpfen? Warum nicht? Training ist immer gut. Kämpfe mit mir in der Arena. In Ordnung, aber vergiss nicht, dass es nur ein Trainingskampf ist. Ja. Wir sehen uns in der Arena. Alles gut, Joey. Ich werde dir schon nicht die Fresse polieren. Also schon, aber... Ne? Ich werde dich schon nicht töten, Alter. Der hat halt ein Schild. Das ist schon gefährlich, Alter. Und er hat wohl auch eine... Jetzt werden wir sehen, Alter, wer der Stärkere ist. Genau die gleiche Waffe hat der Junge. Oh! Wenn man gestochen wird, dann ist man so gestunt. Das ist ziemlich cool. Ja, das Kampfsystem ist ganz nett tatsächlich. Ja, fick dich. Aber kann halt auch richtig leicht abused werden. Also vor allem, wenn man bestimmte Waffen hat. Ja, sorry, ne? Tschüss, Alter. Der hat eine helle Bade, ne? Ist sonst nett. Danke, Joey. War ein netter Kampf. Danke für deine Sachen. Spaß. Alter. Ballern wir uns doch irgendwas rein, hier. Immer auf die
dachte ganz kurz, ich hätte ihn getötet, weil ich das Ganze mit einem Stichangriff beendet habe. Gut gekämpft, hat mich glatt umgehauen. Ja, Rip. Hier, nimm diesen Heiltrank. Der hilft bei Wunden. Ehrenmann, danke. Weißt du, wir rauben den noch aus, wenn er am Boden liegt und der so, Bruder, Alter, hier, gönn dir mal einen Heiltrank. Voll der geile Loot, Alter. Cooler hey, Typ. Du siehst aus, als könntest du ein paar Schläge vertragen. Kleines Kämpfchen in der Arena gefällig? Ja, Alter. Du willst dich mit mir schlagen? Nicht im Ernst. Du bist hier unter Freunden. Wir Menschen müssen gegen die Orks zusammenhalten. Ich brauche Training und du siehst aus, als wärst du ein ebenbürtiger Gegner. Steig mit mir in die Arena. Alles klar, dann zeig mal, was du kannst. Ja, dann zeig ich dir mal, was ich kann. Mensch, du Arsch. Komm her! Leute, es gibt einen Kampf! Der hat genau das gleiche Set. Ah, oh, shit, das ist schlecht. Ach, da ist deine Deckung! Ja, schon! Wow. Oh, lol. Meine Spitze hat ihn berührt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Alter, nice. Wir kriegen auch Stärke dafür. Ehre. Ja, danke, Bruder, ne? War ein guter Kampf. Voll abgezogen, richtig asozial, ey. Hey, wir müssen ja auch mal gucken, wo wir bleiben. Ah, nee, gar nicht. Die haben einen abgenutzten Ork schlechter. Der hat zwar den gleichen Effekt, aber macht nur die Hälfte an Schaden. Ja, was für ein Haufen Scheiße. Wir sprechen uns noch. Richtig schlecht. Richtig kacke, was du da hast, Junge. Du hast den Kampf gewonnen. Sieht so aus. Reife Leistung. Du kannst was. Wenn du einen Waffengefährten an deiner Seite brauchst, bin ich dein Mann. Ah, nicht so gut. Ich meine, ich habe ihm gerade all seine Waffen abgenommen. Der wird jetzt nicht so ein guter Gefährte sein. Ich glaube, das waren auch alle Leute, die ich hier herausfordern konnte oder könnte. Wir könnten in der Theorie jetzt nochmal ein bisschen schlafen gehen. Und dann muss ich ja mal den Questlog gucken, was wir überhaupt noch zu erledigen haben hier. Ja, mal sehen, Alter. Besiegt die Ork-Patrouille am Bahnhof, okay. Besiegt die Banden der Ork-Patrouille zwischen Redok und irgendwas, okay. Rebellen Hintergrund der Kapdun. Redok braucht einen Schmied. Waffen für die Rebellen in Redok. Ja, stimmt. Ja, scheiß. Ah, ne. Scheiß auf das Ganze erstmal. Ich denke, wir gehen erstmal zu Kapdun. Und gucken mal, was da so abgeht, Alter. Das ist ja nicht allzu weit. Ja, machen wir erstmal, Leute. Ich gehe mal hier vorbei. Der Bruder hat sich neue Hellebarde geholt. Sehr schön. Und dann schauen wir erstmal, was in Kapdun so auf uns wartet, ja. Wir schnuppern erstmal ein bisschen rum. Ich weiß noch gar nicht, wen ich mich anschließen möchte. Oder wo ich die meisten Quests erledigen möchte. Ich mache einfach mal mein Ding und guck, was abgeht. Krankheit übertragen, wie asozial. Oh, und ein Teleporter nach Redok. Glücklicherweise habe ich hier die Kiste nochmal reingebumst. Ohne den Teleporter wäre nämlich sonst ein bisschen scheiße. Ich meine, ist jetzt nicht allzu weit von Adair, sonst können wir uns halt auch nach Adair teleportieren, aber ihr wisst schon. Ihr wisst schon, Leute. Wäre halt sonst ein bisschen doof. Aber gut zu wissen, wenn ich etwas nicht instant ausnehmen kann mit meinen Schlossknack-Skills, also wenn die Dietrich bricht, dann kann ich es einfach nochmal probieren. Und das heißt dann nicht, okay, das Schloss ist zu krass, weil das erkennt der Held anscheinend instant. Oh, das Schloss ist zu heftig, Alter. Der ist, ui. Das packe ich mal lieber nicht an. Diese Erkenntnisse werden uns Dietrich ersparen, ich sag's euch. So, Leute. Da wollen wir doch mal gucken. Erstmal ein Sonnenkraut schnappen. Ja, und dann den Weg hier folgen anscheinend. Hier noch ein paar Heilpflanzen, lecker. Nehmen wir mit den Scheiß. Da könnten wir auch rumhängen. Aber das ist mir noch ein bisschen zu krass. Ich weiß nämlich, was da abgeht. Da gehen wir noch nicht hin. Alter, ein Doggo! Und Scavengers! Hau den Doggo erstmal auf die Fresse.
Und Level Up. Sehr schön. Am Anfang geht es natürlich super schnell, aber desto heftiger unser Level, desto länger wird es dauern. Bis wir den auch tatsächlich krasser sind. Ah, krass, wir sind schon Level 5. Das geht echt super fix. Am Ende von Gothic 2 waren wir irgendwie Level 40. Was schon ganz schön krass war. Aber ich sag euch, Leute, es geht einfach noch viel besser. Vor allem hier ist einfach so ein riesiges Spiel im Vergleich. Das ist Reisende so krass. Reisende sind selten geworden, seit die Orks hier sind. Ja. Hast du dich verlaufen oder bist du auf dem Weg ins Dorf? Ich will ins Dorf. Dann bist du auf der Suche nach Arbeit, was? Kommt auf die Arbeit an. Die Söldner im Dorf brauchen bestimmt noch jemanden. Vorausgesetzt, du kannst mit einer Waffe umgehen. Was machst du hier? Ich bin Jäger, aber die Zeiten sind schlecht. Zu viele Wölfe, zu wenig Wild. Zum Glück machen mir die Orks einen sehr guten Preis für die Wolfsfelle. Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Klar kann ich das. Aber was habe ich davon? Was verlangst du? Bring mir 10 Wolfsfelle, die ich verkaufen kann. Die Orks in Khap Dûn haben Massen davon. Anschließend zeige ich dir, wie man jagt. Das ist auf jeden Fall eine coole Quest, die machen wir auf jeden Fall. Zeig mir deine Ware. Und gucken, was der sonst noch so hat. Rezept für Schaf und Pfeil. Stimmt, man kann ja auch Pfeile herstellen. Ach du Scheiße. Man kann einfach so viel in diesem Spiel machen. Das ist schon krass. Die normalen Pfeile. Ja, wir haben eigentlich echt noch genug von dem Scheiß. Lassen wir mal, ne? Aber vielleicht kann ich auch ein bisschen Kacke verkaufen. Ja, das kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Hellebarde kann ich eh nicht tragen. Die Scheiße kann da weg. Obwohl, waren die besser? Nee, abgenutzt. Richtig scheiße. Okay. Rohstahl behalte ich nochmal. Ja, die Ausdauertränke sind natürlich auch recht nützlich. Naja. Gib mir mal die und ein bisschen Gold. Da sind wir im Geschäft, mein Junge. Ihr hört schon die Doggos hier. Wäre natürlich klug von mir, wenn ich erst Jagdtalente lerne, bevor ich sie umbringe, weil dann kann ich ihnen auch das Fell abziehen. So ist halt scheiße. Es geht, Bruder. Oh, ein neues Gesicht. Ja. Ich bin Söldner. Mein Name ist Silas. Ich bin... Eine weitere arme Sau, die versucht klarzukommen. Ich kenne das. Ist bei uns allen gleich. Die Animation. Wende dich bei Buffert. Vielleicht hat er Arbeit für dich. Wenn ich Glück habe, bekommst du meinen Job. Wer ist Buffert? Er ist ja der Chef. Zumindest von uns Söldnern. Also, wenn du nicht gerade ein Ork bist und zu Uruk gehörst, ist er deine einzige Chance, hier ein Bein auf die Erde zu kriegen. Du findest ihn am Ende der Hauptstraße. Er steht meistens vor seiner Hütte. Was machst du hier? Ich muss hier auf die Sklaven aufpassen. Vor kurzem ist einer von ihnen abgehauen. Seitdem dürfen wir die Sklaven keinen Augenblick unbewacht lassen. Was gibt es in der Stadt? Stadt? Khap Dûn ist viel, aber sicher keine Stadt. Hier gibt es nicht mal eine ordentliche Kneipe. Aber wenigstens bekommt man hier Arbeit. Du wirst schon zurechtkommen. Ja, netter Typ auf jeden Fall. Ein Ork-Söldner. Das sind die Menschen, die gesagt haben, na shit, die Orks haben alles eingenommen. Ich schätze, ich arbeite lieber für die. Das ist eine gute Idee. Er ist also eine kleine Bitch. Ja, und die Orks haben halt auch menschliche Sklaven, die hier ballern müssen. Tja, das ist halt ein bisschen doof. Und hier sind die Dödels. Was geht, Grobock? Tja, was willst du, Mora? Was ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Stadt? Khap Dûn ist ein verfluchtes Drecksnest. Ich wäre lieber bei meinen Brüdern vor Vengard, der Hauptstadt eures Marionettenkönigs, als hier Wache zu stehen. Tja, verstehe. Brauchst du irgendwas? Allerdings. Ruhe in dieser Stadt. Mach uns also keinen Ärger. Nein. Geh nicht an Sachen, die dir nicht gehören und prügel dich nur mit unserer Erlaubnis. Ich hoffe, du verstehst mich, Mora. Klar. Klar, Bruder. Tja. Ja, die Orks, die hier im Metall sind tatsächlich ein bisschen klüger als die Orks, also als Berg-Orks, die wir halt in Gothic 1 und 2 gesehen haben. Die können tatsächlich sogar die menschliche Sprache. Heftige Dudes, Alter.
Ihre eigene Sprache können sie eindeutig ein bisschen besser. Aber die können auch menschliche Sprache. Gut. Morra ist halt deren Wort für Mensch, ne? Es geht! Hey du, du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünzen nebenbei gut gebrauchen. Gut gebrauchen. Wer bist du? Ein Diener Beliars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen. Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit wie jeder andere auch. Natürlich. Erst kürzlich habe ich den Ork sogar einen echten Paladin verkauft. Du hast deinen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Seine Ausrüstung allerdings war nichts wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkras. Lumpige 50 Goldstücke hat er mir dafür gegeben. Was muss ich für dein Gold tun? Einer meiner Sklaven, Harek, dieser räudige Mistkerl, ist geflohen. Ich komme hier nicht weg und brauche jemanden, der mir den Kerl wieder einfängt. Wie wär's mit dir? Du siehst aus, als wärst du nicht gerade zimperlich. Ich fange Harek wieder ein. Wo ist er? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon geholt. Wahrscheinlich ist er noch in der Gegend. Vielleicht hat ihn vor der Stadt jemand gesehen. Das Leben als Sklavenjäger scheint sich zu lohnen. Hilf mir, dann erzähle ich dir vielleicht mehr darüber. Tja. Wenn wir nur in Erfahrung bringen könnten, wo dieser Sklave... Oh mein Gott. Ich glaube, die sind neu. Die Leichen. Ja, die Orks kennen halt keinen Schill, ne? Oh, lecker, ein Wolfsfell. Das nehme ich mir jetzt mit. 10 Stück brauchen wir. Hier ist noch eins, sehr schön. Damit wir das Jagdtalent lernen können. Oh, wer bist du denn nur? Was? Wie? Was willst du? Geh weg. Was treibst du dich hier herum? Hey Mann, bleib ruhig. Ich suche nur ein paar Pflanzen. Pflanzen also? Hast du was Feines da? Klar, ich habe ein paar Heilkräuter. Du hast nicht zufällig ein Stück gebratenes Fleisch dabei, oder? Klar. Hier, nimm. Super, danke Mann. Hier sind die Heilpflanzen. 500 Wir würden ein gutes Team abgeben, du und ich. 500 EP für die Scheiße, Alter. Ah, ja, ja, ja. Du siehst nicht aus wie ein Kräutersammler. Schon gut, Mann. Du hast recht. Ich bin Sklave. Ich hab's aus Kapdun rausgeschafft. Du hast mich gefunden. Aber kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Und da versteckst du dich 2 Meter von Kapdun? Bist du dumm? Wie kann ich hier Pflanzen finden? Ach, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Beispiel? An den Berghängen. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man manchmal sogar ein ganzes Feld von Pflanzen. Ich bringe dich jetzt wieder zu deinem Besitzer, Gamal. Ach scheiße, ey Mann, bleib ganz ruhig. Ich bin nicht auf Ärger aus. Lass uns reden. Was hast du mir zu sagen? Ich komme aus dem Nest hier und es gibt bestimmt einiges, womit ich dir helfen kann. Also, willst du die paar lumpigen Goldstücke für meinen Kopf oder hilfst du mir hier wegzukommen? Das Ding ist, er ist halt echt ein netter Kerl, ne? So, ein paar Pflanzen hat er uns. Wir haben keinen Handel gemacht. Harik ist ein korrekter Dude. Ich bin noch nicht so super Pro-Rebellen, ich meine, shit. Vielleicht würde es sich mehr lohnen, den Orks zu helfen, aber weißt du was? Weißt du was, Harik? Mal sehen. Wo willst du denn hin? Bring mich nur am Dorf vorbei, zum Jäger Jens. Ich werde mich bei ihm eine Weile verstecken und kann mal wieder was Anständiges essen. Eine Hand wäscht die andere. Ich mag ein Hasenfuß sein, aber ich bin recht wendig und agil. Wenn du mir hilfst, kann ich dir vielleicht etwas von meinen Fähigkeiten zeigen. Ja, okay. Ich bring dich weg. Gut. Auf Ehre. Gut, Harek, komm mal mit, Jung. Ja, weißt du,
Scheiß auf den dreckigen Assassinen. Hä? Was? Oh. Warte, ich muss kurz beten, ja? Belia. Belia. Ja, okay, oder auch nicht. Können halt ein bisschen Magie bei Belia lernen, wenn wir das möchten. Aber so sinnvoll wäre das halt. Obwohl. Ja, ich müsste halt ein altes Wissen skillen, was wir eh so lernen könnten. Oh shit, da ist ein Wolf vor uns. Harek, Vorsicht! Oh, der Dogger will uns anscheinend nichts. Komm, wir gehen mal auf den Weg. Ich mach dich fertig. Oh, oh. Ah, okay. Ich dachte, der würde jetzt auf die Fresse kriegen. Aber nein, alles safe. Oh nein, jetzt kämpft jemand gegen den Dogo. Das wollte ich doch machen. So, hier, Bruder. Hier hast du. Hier hast du? Soll ich dich noch rein begleiten, oder? Oder was machen wir hier? Hier bist du doch bei mir, Jens. Ach so, ja. Okay. Ich habe dir einen Gast mitgebracht. Harek muss eine Weile untertauchen. Alles klar, er kann eine Weile bei mir bleiben. 1000 EP, das ist so unreal. So, Harek. Sagst du, kannst mir was zeigen? Danke, Mann. Das werde ich dir nicht vergessen. Kein Problem. Ich werde dich dran erinnern, wenn ich mal was von dir brauche. In Ordnung. Hier, nimm wenigstens diese Tränke. Du wirst sie brauchen. Dankeschön. Und wir können Akrobatik bei ihm lernen. Ich glaube aber, Akrobatik ist ziemlicher Scheiß. Deswegen lassen wir das mal. Aber Ehrenmann. Er hält sein Wort, ne? Hallo Leute, ich habe mich bestimmt keinen Sklaven abgezogen oder so. Lass mich da bitte nichts einreden, okay? Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Ein Dieb! Oh nein! Du hättest dich besser nicht mit mir anlegen sollen. Hauptsache der Sklave haut ihn auch nochmal auf die Fresse. Oh Mann. Ja, das ist ein kleiner Random Encounter. Manchmal trifft man einfach Diebe oder Räuber oder so, die hier Stress machen. Ja, was Bruder. Keine Ahnung, wo dein Sklave ist, Alter. Ich glaube, wenn ich hier reingehe, kriege ich auf die Fresse, ne? Ja, oder auch nicht, Alter. Ist hier überhaupt irgendwas zu holen? Oh ja. Ein Brot in der Kelle, das hat sich ja fast gelohnt. Komm, wir legen uns hier mal ein bisschen hin. Bis wir wieder fit sind. Hier, bis zum nächsten Abend, ja? Wir gehen uns ein bisschen Abenddämmerung hier, ey. Ehre. Gut, Leute. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Park und dann erkunden wir ein bisschen Kapdun und schauen mal, was abgeht. Hau dir rein, tschüssi.